zum 25-jährigen Jahrtag des letzten Fluges einer F-104 Starfighter vom Militärflugplatz Memminger Berg lud die Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 34 Allgäu am vergangenen Samstag ein. Wir sprachen über diesen besonderen Tag mit Simon Alramseder, Leiter des Bereichs Technik und Flugzeuge. Ich habe das Glück, dass ich ein kleines, aber feines Drei-Mann-Team habe, auf die ich mich und wir uns gegenseitig verlassen können. Und wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir der F-104 treu bleiben. Und das 25-jährige Event heute, der letzte Flug war am 23.10.1987, sollte die Krönung auf dieses Thema, dieses Highlight einfach darstellen. Oberstleutnant außer Dienst Edgar Fischer, welcher als letzter Pilot den Flugplatz Memminger Berg in einer F-104 verließ, erzählte über seine Zeit im aktiven Militärdienst als Pilot. Wir durften nur 84 fliegen, denn wir hatten keine Clearance für diese Aufgabe. Dann hieß es, jetzt kriegen wir die 104. Und da die jungen Leute noch keine Clearance hatten, haben wir die schicken einfach nach Amerika, da können sie Starfighter werden. Und so war das. Ich bin also zurückgegangen nach Amerika. In Lackland damals war die Sparschule, da hieß es, was wollt ihr denn hier? Also haben wir in George dann die 104 fliegen gelernt, und zwar damals das D-Modell, was die Luftwaffe gar nicht besessen hat. Vor allem Herzblut und viel Zeit investieren die Männer um Simon Alramseder, um die Flugzeuge wieder auf den Stand zu bringen, wie sie zur damaligen Zeit waren. Wir sprachen mit den Menschen hinter der Technik und was sie mit dem F-104 verbindet. Das war eigentlich immer mein Traumflugzeug, schon als kleines Kind, weil ich weit weg wohne. Wenn ich die Maschine im Himmel gesehen habe, als kleines Kind, 5 Jahre, 6 Jahre, hat mich immer fasziniert und habe dann selber Gott sei Dank noch das Glück gehabt, da ich 1981 dann zum Bund gekommen bin, noch mehrere Jahre an der 104 selber zu arbeiten. Dann später dann auf Tornado umgeschult, war dann bis Anfang 2003 noch hier in Memmingen, bin jetzt in Lechfeld, noch bis nächstes Jahr und dann mal schauen, wo es mich hin verschlägt, die letzten 1,5, 2 Jahre. Irgendwie hat jeder der Männer eine besondere Bindung oder Erinnerung zum Memminger Berg. Ja, ich bin eigentlich, seit 1967 hier im Geschwader. Da war die Umrüstung von der F-84 gerade abgeschlossen und war eigentlich bis zum letzten Tag der 104 am Platz. Anschließend noch bis zur Schließung des Verbandes bei der Tornado. Hab dann noch 3 Jahre Lechfeld gemacht und bin dann in Rente gegangen. Mit einem fulminanten Feuerwerk nahm die Veranstaltung dann ihren Höhepunkt. Nach dem Feuerwerk stellten wir uns die Frage, wie denkt eigentlich der Traditionsverein über die Arbeit der Männer in der Technik? Ja, sie sind sehr kreativ und ich war neulich mit 2 von den Herren in Berlin-Gatow im Luftwaffenmuseum, wo wir nochmal unter fachkundiger Anleitung einige Restaurationsdetails erklärt bekommen haben. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, auf welch fachlich hohem Niveau wir uns bewegen. Hohe Emotionen. Denn mit dem Schnee im Hintergrund, sowas kann man nicht organisieren. Und das in Verbindung mit den Lichtern des Feuerwerks, ich denke, es war fantastisch.